Oh Gott, wir werden alle sterben. Hallo, werte Zuschauer beim Let's Play zu Dark Souls 3. Ich bin hier in die zweite Woche gekommen. Ich bin ganz aufgeregt. Und ja, wir machen da weiter, wo wir am Sonntag aufgehört haben. Ich hoffe, ich habe nicht wie bei der letzten Folge so Anfangsschwierigkeiten, weil ich davor eine Pause hatte. Das ist nämlich das Blöde, immer wieder reinzufinden. Und da weiter, wo wir aufgehört haben, heißt, ich gehe jetzt zurück zu diesem Dach da mit den vielen Armbrustschützen und den kleinen, wie heißen denn die, Sklaven, glaube ich. Und werde mal versuchen, da komme ich nicht durch. Und werde mal versuchen, ach Gott, Jörg. So, ich möchte doch nur durch. Geht mir einfach aus dem Weg. Dieses Mal nicht in diesen Hinterhalt, den ich ja noch gesehen hatte. Wo dann aber drei statt einer rauskam, vor diesem Axtkrieger da mich ja besser durchzumogeln. So. Was, lebst du noch? Hey, das war aber nicht geplant. Ach Gott, oh Gott. Gar keine Lust drauf, von ihm gepackt zu werden. Den habe ich zum Glück dann noch erwischt, als er schon zupacken wollte. So, dieses Mal bin ich hier auch vorsichtiger. Und, die sind so anhänglich immer. Und guck, dass ich den wirklich anvisiert bekomme. Am besten ist eigentlich, wenn der auf mich zugerannt kommt, oder? Ja, ja, jetzt kommt er gleich. Guck, guck. Ja, ja, das ist am besten. So, zurückgesprungen, dann hat er mich nicht erwischt. Doch, er hat mich erwischt. Naja, was soll's. Ja, ich bin einfach ein Schildtyp. Mit dem Schild wäre das nicht passiert. Was gibt's? Oh, wieder ein Grabwächter-Doppelschwert. Ach, und das bringt mich darauf. Oh, war das schon der Verblutungsring? Dass ich jetzt so wenig Schaden genommen habe? Das wäre natürlich schön. Das bringt mich darauf, dass ich mal wieder meinen Loot aus der letzten Folge oder den letzten beiden checken sollte. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich angegriffen. Was war denn das? Ne, diese Peitsche hatte ich schon. Das sind diese Doppelschwerter. Und ich hatte noch irgendwas. Oder war das hier? Ja, das ist eine große Seele eines Kristallweisen. Das ist der letzte Boss, den ich gekillt habe. Abfall können wir eigentlich wegwerfen. Rostige Münze, Untotenjäger-Amulett. Eigentlich können wir da mal eine benutzen. Dann wird, wie gesagt, mein Finderglück etwas erhöht. Ach, den habe ich doch gerade abgelegt. Ich depp, na egal. Was ihr im Inventar habt, ist wirkt sich nicht auf euer Gewicht aus oder mein Gewicht in dem Fall. Habe ich da eigentlich schon mal hingeschaut? Ich finde nämlich gerne was in Ecken. So. Keine neuen Erkenntnisse. So, also dann mal da hoch. Die Stelle kennen wir ja schon. Das dritte Mal jetzt, glaube ich, dass ich hierher komme. Und dann kann ich gleich hier auf den Bogen. Ah, ich habe Pfeile hätte ich mir holen sollen. Ne? Mal gucken. Vielleicht kriege ich es hin. Was mache ich denn da für einen Mist? Hallo? Hä? Ach so. Ja. Und vorbei. Ah, das sieht nicht so gut aus in Sachen Pfeilen. Ah. Ah komm, ich weiß ja, was passiert. Es kommt dann noch einer angerannt. So. Und von oben kommt einer, der runterschießt und mich vereist. Aber ich glaube, hier kann er mich nicht treffen. Also würde jetzt runtergesprungen kommen. Ja, ich bin noch nicht wieder im Timing drin. Kommst du jetzt runter oder willst du da oben bleiben und schießen? Was machst du? Oder will da oben bleiben und schießen? Egal. Warte mal, bis der Effekt nachlässt.
und nehmen unseren ersten Estus-Flakor. Gut, das hier kennen wir auch schon, dass da einer hinterm Eck steht. Oder nicht mal steht. Jetzt kommt er. Letztes Mal hat er mich nicht gesehen gehabt. Oder ist zumindest nicht gekommen. So, es kommt von oben einer, wenn ich mich nicht täusche. Oh, nö. Okay. So. Also. Was war jetzt hier nochmal? Genau, da kommen die beiden oder auch drei Sklaven. Und es schießt ständig einer von rechts. Ich glaube, ich werde es dieses Mal aus fehlenden Pfeilen ein Problem bekommen. Ja, hier sind... Ja. Ach, das ist ein Brandbombenwerfer. Ja. Dann kommt hier nochmal der nächste, ja. Und es kommt doch noch einer von oben runtergesprungen irgendwie. Das sind doch nur zwei. Na gut, dann weiß ich es beim nächsten Mal. Jetzt kommen diese ganzen nervigen Fernkämpfer. Aber ich glaube, da da nachher nochmal welche kommen, ist es besser, wenn ich die meinerseits im Fernkampf besiege. Ja, rausstraven. Wo ist er denn? Ah, sind sie wieder runtergegangen. Ah, der trifft mich nicht von hier. Vielleicht treffe ich ihn ja. Wäre doch lustig, oder? So. Ah, das ging ja weit daneben. Auch daneben, aber nur, weil er sich bewegt hat. Es ist blöd, wenn man wenig Pfeile hat, dann auch nicht zu treffen noch. So, das war doch jetzt mal perfekt gelöst, oder? Nee, er lebt noch, nicht perfekt gelöst. Hä? Ich treffe den doch! Und immer noch nicht. Ja, so verballert man seine Pfeile. 7 habe ich noch, ja. Super. Ich glaube, die sind wahrscheinlich unten hängen geblieben. Da ist der nächste Kipf. Ja, der wird mich treffen. Ich bleib da am Dach hängen. Er ist natürlich blöd, dass ich da just 3 Pfeile brauche wegen dem letzten halben Punkt und dann meinerseits so viel Schaden nehme. Oag nehmen. Jetzt habe ich auch nur noch 2 Pfeile. Da hätte ich mich ehrlich gesagt erstmal rüsten sollen. Hier ist der nächste. Ach, das nervt. Den mache ich im Nahkampf fertig. Weil ich brauche noch einen, um den Axttypen zu pullen. Ach, da ist noch einer. Wie schön. Ja, ja, ich sollte mich mal auf einen konzentrieren. Hallo. So. Jetzt liegen da meine Seelen. Da ist der Axttyp und da links, wo die Seelen liegen, da sind auch noch diese scheiß Sklaven, wenn sie denn wirklich so heißen. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, den Großmotz da, das trinke ich mal lieber noch, zu pullen. Ja, ja, oder er kommt sogar von alleine, ohne dass ich die anderen Viecher anlocke. Und hier habe ich ja ein bisschen Platz zum Kämpfen. Na, lass uns mal gucken, was da oben unter Umständen noch wartet. Das wäre nämlich zu peinlich. Naja, da hinten ist nämlich noch einer, wenn der sich dann auf einmal einmischt. Ach, ich liebe sie. Und irgendwelche Leute behaupten dann immer, bei Dark Souls gäbe es keine unfairen Stellen, wo irgendjemand in den Rücken teleportiert. Das ist einfach Blödsinn. Ob die jetzt da runtergesprungen sind oder teleportiert. Es gibt auch Stellen, wo dann definitiv die so von einer Mauer her. Oh, das sieht gar nicht mal so uninteressant aus. Käferkügelchen. Also von der Mauer raufklettern, wo drunter einfach nichts ist. Also, ja. Ja, es tut mir leid, ich muss schon wieder ein Estus-Flakor verschwenden.
So, und jetzt werde ich den mal pullen. Weil dahinter steht ja auch schon wieder einer. Vielleicht mit einem Kopfschuss, das wäre am elegantesten. So, ah, der ist gar nicht so stark. Also stärker als ein normaler, denke ich. Aber den müsste ich doch eigentlich schaffen. So. Ach, das war ja gar nichts. Das war ja ein ganz normaler Gegner im Prinzip. Ja. Jetzt weiß ich halt nicht. Oder kamen die drei da von links gesprungen? Jedenfalls weiß ich, dass da wahrscheinlich drei rauskommen werden. Okay, und darum laufe ich jetzt hin und laufe sofort zurück und guck mal, was mich da erwartet. Hä? Gar niemand. Bleibt da einfach drin stehen. Na, dann gehen wir mal mit dem Schild ran. Hä? Wo ist er denn? Hier ist er. Oder doch erstmal die Seelen einsammeln. Schadet ja eigentlich auch nicht, oder? Es ist nur einer. Aber wahrscheinlich kommen von oben wieder welche gesprungen. Also, schauen wir mal. Da reagiert er auch nicht. Jetzt reagiert er. Na dann komm. Ah, da sind die Kameraden. Und seht ihr, wenn man Platz hat, dann ist das alles gar nicht so wild, wenn man sie mal trifft. Aber dieses dann in einer unerwarteten Situation von drei von denen angesprungen werden, wie eben in der letzten Folge zu sehen, das ist dann halt problematisch. So, trotzdem hätte ich irgendwann mal gerne wieder so ein Leuchtfeuer, per favor. Ja, ich habe jetzt auch einige Seelen mittlerweile. Der ist ein bisschen schwieriger, weil er so ein Langschwert hat, aber nicht, wenn er mich auf den Schild nur trifft. So. Ja, wie viel kommen denn da? Das ist ja echt. Also wirklich, Leute. Muss das sein? Mein Finderglück hat sich bislang nicht so ausgewirkt, übrigens. Naja. Okay, schauen wir mal weiter. Jetzt erwarte ich wirklich alle 10 Meter so einen Angriff. Da scheint es aber mal nichts zu sein. Der ist so ein bisschen deprimäßig drauf. Erlösen wir dich von deiner Qual. Ja, jetzt hat gerade mein Gamepad einfach nicht ausgelöst. Gedrückt habe ich. So, hier ist noch was. Brandbombe, auch schön. Die sind alle so deprimäßig. Und gucken wir ein bisschen, ja. Also diese normalen. Ja, nur einer nötig gewesen. Ist das was Besonderes da drüben? Zwei Schwerter. Immer so ein bisschen so auf die Seite gucken. Steht da noch einer? Das sind immer so Arenen-ähnliche Stellen, wo man etwas vorsichtig sein sollte. Mal nach oben gucken. Jetzt hat er mich gesehen. So. Also da bin ich jetzt zu spät gesprungen, weil eigentlich wollte ich einen Satz nach hinten machen. Na. Da habe ich jetzt schlecht getroffen, weil ich mehrmals gegen die Balustrade hier gehauen habe. Darum habe ich da mehr gebraucht als gedacht. So, was ist das denn für ein Mist hier? Ja, jetzt nicht überhasten, weil ich habe keine Hitpoints mehr. Jetzt muss ich jeden Schlag setzen, sonst bin ich tot! Das war unnötig. Das war echt unnötig. Naja, dann gehe ich mal Pfeile kaufen. Da hat mich überrascht, das hatte ich noch nicht, dass der Feuer gespuckt hat. Also, gehen wir erstmal ein bisschen einkaufen. Ah, ich kann ja gar nicht einkaufen. Haha, ich habe keine Seelen. Und die Stelle ist auch nicht ideal, wo sie liegen. Und es sind jetzt 7000 oder so. Das ist ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Naja.
Also wie gesagt, ihn hier einfach schnell plätten. Also geht es nur ein bisschen Seelen sammeln. Ich bin so blöd. Jetzt mache ich einen Bauch platt, dann platscht er noch auf mich drauf. Aber es ist völlig uninteressant, weil ich will nur ein paar Seelen haben. Und das reicht jetzt schon, um ein paar Pfeile zu kaufen. So. Ja, ja. So. Dann reisen wir mal schnell zum Feuerbandschrein. Und kaufen dort ganz hurtig ein. Und zwar die guten, günstigen Holzpfeile. Und ich könnte mal versuchen, meinen Bogen noch abzugraden. Nee, da brauche ich mehr Scherben, weil den benutze ich doch relativ häufig. So, die sind, glaube ich, ganz hinten, genau. Ja, das ist doch perfekt. Ich glaube, ich kann auch gleich das Maximum irgendwie machen. Na egal. Ja, ja, hier, so. Gut. Ashen One, be sure to bring more soap. 89 sollte reichen. Gucken wir mal, ob der mir den Bogen upgrade. Aber ich glaube, das kostet mich auch 6 von den. Ja, ja. 3 habe ich. Und ehrlich gesagt, glaube ich, würde ich eher meine meine Banditenaxt dann up to par bringen. Gut. Ah, habe ich nicht einen Nee, irgendwas habe ich doch eingesetzt. Ah, nee, es war nur. Doch, ich kann noch einen Splitter verbrennen. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich nämlich dann ein Estus Flakor plus 2. Das habe ich doch da eingesammelt, wo die Schwere steckten. Ja, 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 ja. Gut, Lagerkiste. Da kann ich. Also, mir kann eigentlich nichts passieren, dass das irgendwie verschwindet. Aber ich kann es ja trotzdem mal. Genau. Was machen denn die eigentlich nochmal? Ah, blockiert die Estus-Regeneration. Das scheint wohl wichtig zu sein. Ehrlich gesagt, diese ganzen Gegenstände, da gucke ich immer nur drauf, wenn ich einen Bossfight dann habe. Um mir da halt, wenn ich dann weiß, was ich machen muss, den maximalen Wumms zu geben. Genau. Also schreibt mir ruhig in den Kommentaren, ob es euch langweilig wird irgendwann, wenn ich hier nicht weiterkomme. Aber ich denke schon, dass ich weiterkomme. Ich komme jedes Mal ein Stückchen weiter. Ich kann auch noch zu diesem anderen Gebiet gehen, natürlich. Aber jetzt, oder machen wir erstmal so weiter. Also nicht, dass ich jetzt hier on demand das Ganze machen möchte, aber ihr könnt durchaus, wenn es euch nervt, in hinreichender Zahl, könnt ihr da ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Aber bitte kommentiert nicht nur im YouTube-Video, da gucke ich nicht, oder ganz selten nur, sondern kommentiert, wenn, dann bei gamersglobal.de. Und der Link dazu ist immer, glaube ich, unter dem Video zu finden. Das lädt der Kollege Christoph hoch. Ja, es hat hier arge PC-Wackler gerade. Was ist denn das? Hatte ich doch bislang nicht. Und ja, und die Stamina sollte natürlich da sein, wenn ich hauen möchte. So, Dele. Kennt ihr ja alles schon. Dann ihn hier wieder, bevor er mich umarmt, gleich mal hauen. Und der vierte Schlag. Und ihn lassen wir leben. Ja, da. Das Dumme ist, wenn man noch gelockt ist und drückt dann den Analogstick, geht er zum nächsten. Und das will ich ja in dem Moment gar nicht. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, das Dumme ist, das ist vom Timing einfach schlecht, weil der
immer runtergelaufen kommt, wenn ich hier komme. Das wird übrigens so getriggert. Also das ist auch so bei Dark Souls, man kann es mögen oder hassen oder einfach hinnehmen. Das ist so meine Strategie. Man wird halt ständig, für was habe ich denn jetzt die Seelen bekommen? Man wird halt ständig damit konfrontiert, dass man durch Betreten bestimmter Stellen erst was auslöst. Also zum Beispiel den hier jetzt. Also nicht, dass er jetzt zu mir gerannt kommt, das ist einfach seine Sichtreichweite. Ja, der ist zu schnell, da muss ich ein... Ja, nee, 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 immer ruhig. Na, mit dem ruhigen fahre ich hier schlechter als mit meinem Dauerklicken vorher. Aber was ich eigentlich sagen wollte, sondern, also wenn ich hierher komme, fängt der an, die Treppe runterzulaufen. Das ist also dann getriggert. Das kann man hassen oder mögen, ist halt einfach so. Genau, da gibt es nichts mehr zu holen. Von hinten kommt, glaube ich, gerade einer angeschlappt, wenn ich das richtig interpretiere, das Geräusch. Nö. Gut. Dann laufen wir hier mal durch. Die wollen ja alle nur spielen. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber der PC, ich denke, ihr merkt es auch, ihr seht es auch. Ist so ein bisschen am Wackeln. Also ich hoffe, es stört euch nicht. Ich kann schon spielen, ab und zu ist es nervig, aber falsche Pfeilköcher. So. Na, war das ein Kopfschuss? Nicht geklappt. So, jetzt möchte ich nach hinten kommen. Ja, und jetzt ist er da von hinten und schießt. So, dann mal ausweichen. Ah, das ist echt. Solche Ruckler hatte ich bislang nicht. Das stört jetzt schon beim Kämpfen auch, ehrlich gesagt. Gut, das war einfach Dummheit. Naja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht muss ich nach der Folge, ich wollte eigentlich zwei heute aufnehmen am Stück, muss ich mal, ach, den machen wir im Nahkampf fertig. Muss ich einfach, ich bin so blöd. Muss ich einfach mal den Rechner neu starten oder irgendwas? Weil das geht so nicht auf Dauer. Ah, da kommt auch noch einer. Super. Wo ist er denn, der Hochgekraxelte? Oder ist der runtergefallen? Ach, wie komisch, der ist da runtergefallen. Irgendwie. Da kam doch einer hochgekraxelt, gell? Naja. Gut. Nee, es ist mir zu ruckelig gerade. Weiß nicht, woran das liegt. Also jetzt... Komm, machen wir ihn hier schnell. Ja, wieder gegen die Brüstung. Natürlich blöd, dass ich jetzt hier schon zwei Flakons verschwende. Bevor überhaupt groß was passiert. Und er rennt ja eigentlich ganz gerne mal... daneben. So, dann kommen wir die beiden Hüpfis irgendwann. Zwei sind's, gell. Ja, hier ist er. Hallo Hüpfi. Und du bist einer der... Ah, zu früh geschlagen. Ich wusste doch, dass du wirfst. Und der zweite Hüpfi... Naja, und der... Ja, jetzt sind es drei Hüpfis. Letztes Mal war es doch nur, waren es doch nur zwei Hüpfis. Wer versteht das denn? Ich verstehe es nicht. Warum waren es dieses Mal drei? Naja. Ja, wenn das so weitergeht, dann muss ich die Qualität runterschrauben. Also... Naja. So. Hä? Das ist. Ich beschieße jetzt schon Pfeiler, weil ich glaube, es wären Gegner. So, hallo.
Sie ist eigentlich unfair. Ich kann ihn treffen, er kann mich nicht treffen. Und er merkt das aber auch nicht, sondern bleibt halt da stehen und ist tot. Dann kommt noch der zweite. Irgendwo. Hier. Ja, selbe Problem. Und jetzt stellt euch vor, das ist ein Zwischengegner. Und ihr lacht euch einerseits ins Fäusten, auf der anderen Seite denkt ihr euch, sollte das jetzt so einfach sein, das Spiel triezt mich ständig und auf einmal geht es dann doch so easy. Ja, das war doch ein guter Schuss. Wilhelm Langer. Na, komm her. Doch nicht ganz. Naja, gut. So. Gut, dann Estus Flakor müsste mich auf 100 bringen. Dann kommen hier wieder die Springis runter. Die nerven irgendwie. Kann man hier vielleicht mal runter? Ne, viel zu tief. Ja, den pulle ich jetzt auch. Oder vielleicht macht den gleich der Kopfschuss auch alle. Nee, gar nicht. Ja, das bringt nichts, Herr Langer. Komm. So, genau hier oben kamen dann welche. Aber da kamen ja auch welche. Eigentlich kommen die überall. Ich weiß noch nicht ganz, wo sie triggern. Ah, jetzt hole ich mir den mal hier. Nicht so schnell! Ich bin doch noch gar nicht so weit. Muss erst die Waffe wechseln. Ja, ja. Ah. Okay, also wenn das ein Rundumschlag macht, muss man wahrscheinlich schon aufpassen. Und der hat mich jetzt so quasi im Abklingen des Schlages noch erwischt. Das hat vorhin besser geklappt. Alles eine Frage des Schlagtimings. So, und da hinten liegen meine Seelen, also ich sollte es nicht unbedingt vorher sterben. Jetzt weiß ich doch, dass sie kommen. So, also die Ruckler. Ruckler nerven. So, jetzt dummerweise sind sie jetzt um mich herum. Das ist nie so ganz perfekt. Oh oh. Okay, jetzt muss ich aufpassen. So, jetzt fängt es an zu nerven. So, jetzt bin ich, ihr merkt schon, humorlos und ich nutze die Chance, ich werde nachher weiterspielen, aber nicht jetzt, weil ich bin gerade genervt und das ist tödlich, wenn ich ihm genervt, und übrigens sind meine 7000 Seelen jetzt weg, völlig unnötigerweise. Ihr merkt gerade einen Unterschied, oder? Gerade bin ich echt angefressen, das ist nicht dieses, sondern gerade bin ich, nervt es mich. Also ich nerv mich, aber auch das Spiel in diesem Moment, weil es sind meine 7000 oder was es waren, Seelen weg. An einer völlig unnötigen Stelle, und da mache ich jetzt eine Pause und gehe einen Kaffee trinken. Das ist effektiver für die nächste Folge, die ich gleich aufnehmen werde.